Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt's für euch endlich mal ein Video, da haben schon viele darauf gewartet. Ich habe den CS'en Punde jetzt ungefähr ein Jahr lang und da haben sich natürlich viele gefragt, kann ich mir auch so ein Auto leisten, was kostet sowas monatlich und vor allem, was habe ich schon alles ausgegeben? Ich habe jetzt schon mal grob zusammengerechnet, was ich alles ausgegeben habe. Sprit habe ich noch nicht angeguckt, deswegen, ich habe alle Tankrechnungen. Ich rechne gleich mal genau den Durchschnittsverbrauch aus und da bin ich mal gespannt, wie viel Geld ich insgesamt ausgegeben habe. Also ich kann euch jetzt schon sagen, es ist auf jeden Fall nicht wenig. Wir fangen hier gleich mit meinem Winterauto mit dem Mitsubishi ASX zur Garage, in der sich der CL befindet. Naja, und dann bekommt ihr erstmal von diesem wunderschönen, schnellen Kfz einen 1,6 Liter Vierzylinder Kaltstart. Ich kann euch auch nur sagen, ich bin so froh, dass ich aktuell mal wieder ab und zu CL fahren kann, weil dieser Mitsubishi, mein Winterauto, das ist so eine lahme Kiste. SUV, 1,6 Liter Saugmotor. Wenn man auf der Autobahn 120 fährt, kackt der am Berg ab. Selbst der 190er fährt sich ja zum Teil schon besser als das Auto. Ja, da merkt man mal wieder kein V8 halt. So, Freunde, ich bin jetzt hier in der Garage bei dem guten CL500 angekommen, habe schon mal gerade ein Licht hier aufgebaut und habe hier meinen Ordner dabei mit schon kleiner Zusammenrechnung, denn beim CL500 braucht man für die ganzen Rechnungen natürlich einen Ordner, um die aufzubewahren. Sind nämlich schon einige, aber ich würde mal sagen, wir legen direkt mal los. So, Freunde, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Vorher muss ich auf jeden Fall noch anmerken, dass ich für einige Sachen wirklich verhältnismäßig wenig bezahlt habe, auch wenn sich alles jetzt erstmal wirklich ziemlich viel anhört. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Wartungen und Reparaturkosten an. Wie gerade eben schon gesagt, hatte ich kein Serviceheft mit dem Auto. Wurde zwar eigentlich vom Händler angegeben, dass er eins hat, wurde aber keins mitgeliefert. Nicht so geil. Deshalb haben wir einfach alles, was bei 90.000 Kilometern anstand, bei dem Auto gemacht, damit es halt wirklich perfekt ist. Damit er keinen Wartungsstau hat, was ja viele CLs in Deutschland haben. Erstmal haben wir hier mehrere Ölfilter, Dichtringe für insgesamt 61,62 Euro. Dann haben wir hier genau die Aktivkohlefilter, den Innenraumfilter, dann irgendwelche Dichtringe, dann Bremsbelage hinten, die waren nämlich runter. Auch hierfür insgesamt 83,53 Euro ohne Mehrwertsteuer, die kommen noch drauf. Dann hier wie gesagt schon Staubfilter, dann Dichtringe, Ölfilter für ABC und für den Motor natürlich. Dann noch die 16 Zündkerzen, ja, die M113 haben 16 Zündkerzen, nicht nur 8. Dann hier noch irgendwelche Filtereinsätze und dann noch Hydraulik. Öl, 4 Liter für knapp 80 Euro. Ja, weil wir halt das ABC-Öl getauscht haben im vorderen Bereich und das hat dann insgesamt einen Endbetrag nur für die Teile von 570 Euro. Wie gesagt, das war quasi diese große Wartung, die wir gemacht haben. Dann habe ich ja noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, wie zum Beispiel der Wählhebel, wo irgend so ein ATU-Ding da drauf war und dann auch diese vom Sitz, diese Führung, die ein bisschen demoliert war und das plus noch vorne so ein Chromrand, der aber auch ein Kratzer drin war, waren insgesamt 152,62 Euro. Dann haben wir hier noch einmal, wo ich die Lichter getauscht habe, die haben nur 5,55 Euro gekostet, aber dann kamen noch Traggelenke dazu und das sind insgesamt 109,11 Euro. Ich muss dazu sagen, das sind alles wirklich Mercedes-Benz Originalteile. Wir haben hier nicht irgendwelche Zubehörsachen verbaut, weil wir wollten wirklich, dass das Auto in perfektem Zustand bleibt. Was dann aber noch fehlt, sind nämlich einmal noch Kosten für neue Reifen. Falls ihr euch erinnert, auf der Autobahn sehen wir mal die Vorderreifen bzw. einer von den Vorderreifen geplatzt, was nicht so geil war. Da haben auch nochmal neue Hankook Ventus V1 oder V12 oder wie die Dinger heißen, haben da nochmal zwei Stück 224,92 Euro gekostet. Somit kommen wir für Wartung, Reparaturkosten auf 1249,19 €. Also knapp 1250 Euro. Der eine wird sich denken, ist schon ziemlich viel und der andere wird sich denken, ey, ist ja verdammt günstig für so ein Auto. Liegt nämlich unter anderem daran, dass sind wirklich nur reine Teile kosten. Aber wenn die jetzt auch noch für die Arbeit bezahlt hättet, könntet ihr da locker nochmal so, ich schätze mal 1500 bis 2000 Euro für alles, was ich gemacht habe, könntet ihr da schon auf jeden Fall noch dazu rechnen. Das muss man da auf jeden Fall bedenken, weil ich denke mir schon mal den ganzen Teil, wow, 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 ist schon eine nicht so ganz günstige Angelegenheit, aber wenn man dann noch für die Arbeit bezahlt, dann wird das erst richtig teuer. Jetzt kommen wir noch direkt zu was anderem, wo sich, glaube ich, sehr viele gefragt haben, was kostet eigentlich so ein CL500 in der Versicherung? Und ich war echt selbst überrascht, der war günstiger als mein 190er. Der kostet nämlich, haben nur Haftpflicht versichert. Der kostet mit SF35, das sind glaube ich 20%, 360,97 Euro für einen CL500. Man glaubt es kaum. Der 190er hat irgendwas mit 400 Euro gekostet. Schon krass, wie günstig der eigentlich ist. Natürlich kommen wir direkt dann noch zur Kraftfahrzeugsteuer. Das sind hier bei 5 Litern Hubraum 337 Euro. So, dann darf man natürlich nicht die Kosten für den TÜV vergessen. Ich suche mir jetzt gerade nochmal raus.
Das sind nämlich mit der Eintragung des Auspuffs 155,70 Euro. Und dann nochmal für die COC-Papiere. Das musste ja, weil es Autos der Schweiz waren. Normalerweise werden auch Schweizer Autos mit COC-Papieren ausgeliefert. Ich hatte keine Servicemappe, deswegen hatte ich die auch nicht. Die musste ich mir bei Mercedes nochmal bestellen für insgesamt 96,69 Euro. Lustiger Betrag auf jeden Fall. Muss ich natürlich bei dem neuen Fahrzeug aus Japan auch machen. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, was sind das für Papiere und für was brauche ich die? Die braucht der TÜV, damit ihr keine Vollabnahme machen müsst. Mit den Papieren stehen nämlich die ganzen Daten vom Auto drauf, was für ein CW-Wert, Abgas und allen möglichen Scheißdreck steht da drauf. Die gebt ihr dann einfach im TÜV, wenn ihr eine Abnahme machen lasst. Und da spart ihr euch eben die Kosten für so eine etwas kostspieligere Vollabnahme. So, dann kommen wir gleich mal zu den Sachen, die Spaß machen. Nämlich den Tuning-Teilen bzw. Modifikationen. Dann haben wir erstmal hier Eisenmann Endschalldämpfer für dieses Fahrzeug. Den habe ich ja auch ein Einbauvideo extra für gemacht. Könnt ihr euch ja gerne nochmal anschauen. Ich würde es gerade mal hier oben hinpacken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Den habe ich auch ziemlich günstig bekommen. Habe ich, glaube ich, damals auch nicht gesagt, wie viel ich bezahlt habe. Eigentlich kostet ein Endschalldämpfer so knapp 1500 Euro. Ich habe einen originalen von damals gefunden. Da hat sich nämlich damals für seine S-Klasse, für seinen S500, jemand so einen Endschalldämpfer gekauft und hat den nie verbaut. Dementsprechend habe ich für neue Endschalldämpfer nur 700 Euro bezahlt, was echt günstig ist. Für einen unbenutzten Endschalldämpfer. So viel bezahlt man vielleicht eher für so einen gebrauchten Eisenmann-Endschalldämpfer. So, dann kommen wir noch zu den Felgen mit neuen Hinterreifen. Wie gesagt, die Vorderreifen sind ja später dann geplatzt. Da habe ich für die Felgen, für die AMG Styling 4 zweiteilige Felgen in 19 Zoll, habe ich dann 1150 Euro bezahlt. Wer sich ein bisschen auskennt für neue Reifen und die Felgen, ist das echt ziemlich günstig. Für die Felgen hätte ich eigentlich, glaube ich, nur 950 Euro dann bezahlt. Plus halt die Reifen waren es dann nochmal 200 Euro mehr, weil die Reifen hätten, glaube ich, so allein schon 300, 400 Euro oder so gekostet. Ist eigentlich ein ziemlich guter Preis, weil die Felgen alleine kosten meistens so um die 2000 Euro je nach Zustand. Da habe ich auch richtig Glück gehabt, muss ich sagen. Somit kommen wir dann zu Kosten für die Modifikation von 1850 Euro. Wie gesagt, wenn ihr alles neu gekauft hättet oder halt nicht so Glück gehabt hättet wie ich, da hättet ihr für das ganze Paket Nummer 1,5 für den Auspuff, 2000 für die Felgen, hättet ihr 3,5 bezahlen müssen und ich habe, naja, so fast die Hälfte nur bezahlt. Also richtig Glück gehabt, würde ich mal sagen. Aber naja, wenn ihr auch so Geld sparen wollt, ihr müsst halt einfach jeden Tag eBay und eBay Kleinanzeigen checken und dann findet ihr schon was. Kann natürlich ein bisschen dauern. Naja, bevor wir jetzt gleich die ganzen Kraftstoffrechnungen zusammenrechnen, muss ich euch noch eine Sache sagen. Ich bin euch auch ein bisschen Erklärung schuldig. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch vor allem die auf Instagram folgen. Auf jeden Fall Instagram @rbengineering auschecken. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst ja, ich habe mir ein AMG-Bodykit gekauft vom CL55 Kompressor und eigentlich wollte ich es aufs Auto draufhauen. Naja, für das Bodykit habe ich auch knapp 2000 Euro bezahlt, was eigentlich ein ziemlich fairer Preis ist für ein komplettes, vollständiges Bodykit. Hat auch schon die richtige Farbe und natürlich hat sowas ein bisschen Kratzer und so weiter. Sowas muss man ja neu lackieren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ich habe halt schon so viele Videos mit dem CL gemacht und manche haben mir auch geschrieben, ja, die können die Karre nicht mehr sehen oder haben auch, ein paar von euch haben auch den Max mal getroffen, haben auch zu ihm gesagt, ja, den scheiß CL, den können wir nicht mehr sehen. Ich liebe das Auto, also ich finde ihn richtig geil, auch wie ich jetzt wieder damit gefahren bin, ist einfach nur richtig geil. V8, so entspannt, geiler V8-Sound, keine B-Säule, einfach nur traumhaft V8, würde ich sagen. Ich liebe das Auto wirklich und ich werde ihn auf jeden Fall auch noch ein bisschen behalten. Macht euch da mal keine Sorge. Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob sich das lohnt. Also zum einen, das Bodykit könnte ich natürlich wieder verkaufen und das zu lackieren kostet auch nochmal, also wenn ich es für 1000 Euro lackiert bekomme, wäre gut. Ich denke mal eher, da kann ich noch ein bisschen mehr rechnen. Und da muss man es natürlich auch noch verbauen, was auch nicht so ganz einfach ist. Muss ja auch wirklich gut aussehen und dann würden auch wieder die Endrohre vom Eisenmann wieder ein bisschen zu klein sein. Müsste ich dann das modifizieren, damit der AMG Endrohr hat. Ihr hört es ja schon, es ist wirklich ein riesen Kostenaufwand. Ihr müsst auch verstehen, ich bin jetzt kein reicher Typ, der unendlich viel Geld zur Verfügung hat, der es einfach so rausschmeißen kann. Deshalb, das Ding ist, wenn ich ein so ein Video mache, das bringt natürlich jetzt nicht das Geld rein, was das Bodykit plus alles und so weiter kostet. Deswegen weiß ich nicht, ob das so finanziell jetzt so eine schlaue Entscheidung ist, das zu machen. Zumal muss ich den CL auch irgendwann dann mal wieder verkaufen. Aber das irgendwann ist hoffentlich dann wirklich auch erst dann irgendwann. Aber ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Autos würdet ihr dann stattdessen gerne mal sehen, wenn ihr keinen Bock mehr auf den guten CL500 habt. Jetzt greife ich hier mal schnell in das Handschuhfach rein. Da befindet sich nämlich diese Mappe. Hier sind alle Kraftstoffrechnungen drin. Und da bin ich mal richtig gespannt gleich. Ich rechne jetzt mal alles zusammen. Dann noch mit der Laufleistung rechne ich dann mal aus. Ihr seht es ja schon, die ganzen Rechnungen. Ich bin mal gespannt, wie viel ich ausgegeben habe und wie viel er wirklich pro 100 Kilometer im Durchschnitt verbraucht hat. Weil das ist ja auch was, was viele interessiert. Weil ich bin ja fast nur Langstrecke mit dem Auto gefahren, habe da wirklich Verbräuche zum Teil unter 9 Liter hinbekommen. Dann haben sich auch viele gefragt, die solche Autos fahren, so, hey, wie bekommst du das hin? Ich komme nicht unter 12 Liter, aber da gucken wir mal, was er insgesamt wirklich verbraucht hat. Eine Ewigkeit später.
So, Freunde, ich habe jetzt mal alles ausgerechnet und ja, ich hatte es schon vermutet. Wir haben 1921,07 Liter super hier schön verbrannt. Und ich bin ziemlich oft zur Tanke gefahren mit dem CL. Ist ja auch bekannt, dass man mit dem CL oft zur Tanke fahren muss. Und das waren Gesamtkosten von 3.103,05 €. Wie viel der Sprit ist im Durchschnitt gekostet, habe ich nicht ausgerechnet. Ich habe nur eine Tankrechnung gefunden aus Italien und da hat der Sprit einfach 1,80 gekostet. 1,80. Einfach nur krank. Jetzt rechnen wir gleich mal aus. Wir haben ungefähr, jetzt haben wir 104.081 Kilometer drauf und ich habe den so mit 87.000, fast 88.000 Kilometern gekauft. Deswegen, wir rechnen es einfach mal mit 16.000 Kilometern, würde ich sagen. Wir haben ja hier die 1921,07. Dann durch die 16.000 mal 100 sind ziemlich exakt 12 Liter. So, was seht ihr, ist knapp 12 Liter und ganz ehrlich, also sowas hab, mit dem habe ich auch gerechnet. 12 Liter ist eigentlich ein ziemlich guter Durchschnittsverbrauch. Wie gesagt, ich bin halt viel Langstrecke gefahren und ich denke mal, wenn ich jetzt nur rein Langstrecke gefahren wäre, hätten das nochmal weniger gewesen. Also eigentlich bin ich ziemlich zufrieden. 12 Liter geht eigentlich voll klar für die 306 PS und den Fahrkomfort und alles, eigentlich schon ziemlich geil, aber man muss ja auch was hören, ne? Deshalb fährt man natürlich nicht immer Sprit sparen, wenn man mal schön immer den Schlupf im Wandler ausnutzt und immer schön aufs Gas hebt und dann wieder schön den V8 hat. Finde ich eigentlich nur richtig geil. Naja, wir kommen jetzt somit ohne das AMG-Bodykit. Nebenbei, wenn ihr ein AMG-Bodykit für ein CL sucht, ich weiß, das ist ziemlich schwierig zu finden. Und nein, ich verkaufe nicht nur die Heckstoßstange, wenn, könnt ihr ein komplettes Kit haben. Ja, ich habe 2000 Euro bezahlt, wenn ihr es auch haben wollt, könnt ihr euch gerne auf Instagram melden, mir schreiben. Wäre froh, wenn ich das wieder loswerden könnte. Ja, und Gesamtkosten sind jetzt, wie gesagt, ohne AMG-Bodykit 7.153,05 €. Das hört sich erstmal viel an, aber ihr müsst bedenken, ich habe keine Arbeit bezahlt. Ich habe die Tuning-Teile, also Felgen und den Auspuff, extrem günstig bekommen. Und das müsst ihr alles auf jeden Fall mal bedenken. Auch die Versicherung ist durch das SR35 auch extrem günstig und hat nur Haftpflicht. Das müsst ihr alles bedenken. Und ihr fragt euch natürlich jetzt, was muss ich im Monat rechnen? Man kann natürlich jetzt nicht pauschal sagen, yo, der CL500 kostet ich im Monat 500 €. Liegt eben daran, weil viele Sachen kommen eben in Stößen. Das ist nicht so, dass du zum Beispiel jetzt im Monat verfährst du vielleicht 2 Tankladungen. Sind dann 200 € oder ein bisschen mehr. Je nachdem, wie es der Sprit halt so kostet. Ist halt eigentlich nicht so schlimm. Oder wenn ihr ein bisschen mehr fahrt, vielleicht 300. Ihr müsst natürlich auch immer schön Geld weglegen, weil die Reparaturen sind nicht günstig. Und ich hatte jetzt eigentlich keine dieser schlimmen, außerplanmäßigen Reparaturen. Stellt euch vor, mir wäre ein Ventilblock kaputt gegangen, die ABC-Pumpe oder was auch immer. Denn selbst wenn ich in CL immer warte, die ABC-Pumpe, die wird irgendwann mal dran sein. Die Dämpfer und alles, natürlich, wenn ihr immer schön spült und immer schön die Flüssigkeit wechselt, dann spart ihr euch das alles. Und deshalb kann ich euch, wenn ihr so ein Auto wollt, wirklich ans Herz legen. Kauft keinen günstigen CL. Legt lieber mehr Geld hin und macht euch keinen Stress bei der Suche, weil im Endeffekt fickt ihr euch damit wieder selbst. Kauft euch lieber ein gutes Auto. Ich habe ja auch geschaut und habe ich das Exemplar hier gefunden für einen echt fairen Preis mit hier nur 87.000 und irgendwas Kilometern. Und ich muss echt sagen, ich bin zufrieden. Ich habe das Auto schön gewartet, so wie es sich gehört und dementsprechend ist er auch in dem Zustand geblieben. Und ich hoffe auch, dass wenn ich den irgendwann mal verkaufen sollte, dass der nächste Besitzer den auch nicht runterrockt, so wie die meisten CL, sondern den schön in diesem Zustand erhält. Aber so ist bei den meisten Luxus- oder Performance-Autos, die schon ein bisschen älter sind. Lieber mehr Geld hinlegen, gutes Fahrzeug kaufen, was immer gewartet wurde, anstatt sich irgend so eine runtergerockte Bude zu holen, nur wenn man ein paar Euro spart. Und wer sich jetzt von euch denkt, ich habe jetzt keine 13, 14 oder 15.000 Euro, um mir so einen schicken Zell wie den Kollegen hier zu holen, dann kauft euch bitte auch einfach keinen. Weil bei so einem günstig Zell am besten noch ein Vormob, hat er noch ein paar mehr Probleme, dann frisst euch die Karre halt einfach wirklich auf. Und ihr werdet es auch nicht schaffen, den in einem guten Zustand zu halten. Weil wie jetzt zum Beispiel habt ihr auch beim Ferdinand gesehen, bei seinem CL600, da kommt eine Sache nach der anderen. Und der hat ja auch schon nicht nur 7.000 Euro da rein investiert, wo man bei mir jetzt auch noch das Tanken gehört auch dazu, der hat ja 28.000 Euro in sein Fahrzeug investiert. Wobei man aber auch sagen muss, dass der V12 an sich auch noch ein bisschen kostenintensiver ist als der 500er. Da würde ich euch allgemein zu raten, wenn ihr euch ein CL holt und jetzt nicht die Kohle für ein AMG oder für so ein V12 habt, holt euch am besten einen 500er. Da habt ihr nicht die ganzen Probleme mit den Motoren und auch durch die höhere Leistung, durch die größere Abnutzung natürlich noch alles kommen. Und auch an sich bei dem Auto Bremsen, alles sind eigentlich ziemlich bezahlbar. Am Ende kommt es natürlich wieder auf euch an. Wollt ihr so ein Auto? Könnt ihr euch das leisten? Beziehungsweise wollt ihr euch das leisten? Weil ich habe jetzt auch echt viel Geld dafür ausgegeben, obwohl ich eigentlich bei allem
ziemlich günstig weggekommen bin. Und wenn für euch noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich die gerne. Und dann würde ich noch sagen, das war's dann mit dem heutigen Video. Checkt auf jeden Fall noch mein Instagram in der Beschreibung aus und wenn ihr vielleicht das schicke CL55 Kompressor-Bodykit haben wollt, natürlich mit Leisten, mit PLC-Sensoren, auch mit den Nebelscheinwerfern und wirklich alles ist dabei, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Und falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, würde es mich echt freuen, wenn ihr mir kostenloses Abo da lassen würdt, um mich zu unterstützen. Und nebenbei habe ich jetzt auch noch die Funktion Kanalmitgliedschaft aktiviert. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde es mich echt freuen, wenn ihr ein Mitglied meines Channels werden würdet. Dann würde ich noch sagen, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ciao!